Hallo und herzlich willkommen, Freunde der gepflegten Wrestling-Unterhaltung. Ja, endlich wieder WWE. Das ist meine erste Aufnahmesession seit, ich glaube, ungefähr 2 Monaten, weil ich viel zu viel vorproduziert habe. Und ich freue mich auf ein paar weitere geile Matches. Wir sind bei der WWE und wir haben im Opener Seth Rollins gegen den Ultimate Warrior. Wir haben Unbekannt gegen Jack Swagger. Wir haben ein Triple Threat zwischen Paige, Nikki Bella und Stephanie McMahon. Wir haben Sting gegen Adrian Neville. Wir haben Sheamus gegen Batista. Und wir haben wieder Brock Lesnar gegen den Undertaker. Okay, das ist schon eine ziemlich schwere Entscheidung. Nee. Warum eigentlich nicht mal die richtigen WWE-Diven? Warum eigentlich nicht? Ich meine, Sting gegen Neville hätte auch was. Aber nun, ich, oder? Damn, jetzt hätte ich gerne einen Livestream, damit ihr voten könnt. wir schauen das, oder? Sollen wir uns mal die Damen hier anschauen? Ach, fuck it, wir schauen die Damen an. Ist ja egal. Haben wir halt einmal zwei Steven Matches pro Session. Ist doch egal. Übrigens, es tut mir jetzt schon leid, falls ihr im Hintergrund irgendwelche Geräusche hört, aber ich muss das Fenster leider offen lassen, denn im Zimmer hat es bei mir sonst 1000 Grad. Bitte um Verständnis. Okay, das gewinnt Seth Rollins. Gut, dass ich meinen Tipp zu spät abgegeben habe. Das hier gewinnt natürlich Jack Swagger. Gott sei Dank. Das hier gewinnt Adrian Neville, sag ich mal. Ne, gewinnt Sting. Das hier gewinnt The Animal. Nein, es gewinnt Sheamus. Und das gewinnt Brock Lesnar. Wow. Was? Undertaker hat sich Brock Lesnar gegenüber sportlich verhalten. Holy shit, der Undertaker wird wirklich alt, was? Nun denn, das erste WWE Divas Match. Genießt es, meine Damen und meine Herren. Viel Spaß. Und da geht's auch schon los. Hui, ich bin gespannt. Und Paige erstmal mit einem Russian Leg Sweep. So muss das sein. Und mir brechen gerade die Ohren ab. Holy shit, ist das laut. Und Back Suplex von Stephanie. Ja, Stephanie McMahon, die Frau von Triple A. Doch, Triple H war es. Eine sehr interessante. Bam! Roaring Elbow. Erstmal richtig ins Gesicht und da geben sich die Diven. Ich kann nicht helfen, aber ich vermute sehr stark, dass die Diven einfach viel bessere Matches haben als ihre männlichen Counterparts. Und Backbody Drop gegen Nikki Bella und wieder der Elbow von Paige und Bam! Und der Tritt gegen Stephanie, die schenken sich gar nichts. Und was ein Schlag. Und da kommt eine Armbar gegen Paige. Auf wen setze ich denn eigentlich? Ich denke, ich setze auf Stephanie. Die Frau geht gut ab. Snapmare. Und da versucht sie, Paige den Kopf zu verdrehen. Aber ich glaube, Paige kommt hoch. Ja, Paige kommt hoch. Ich mag Paige sehr, sehr gern als Bam. Als Wrestlerin oder zumindest optisch. Obwohl sie sich in letzter Zeit auch immer mehr zu was entwickelt, was ich nicht so sehr schätze. Aber naja, ist ja egal. Wie sie außerhalb ihrer Matches ist, ist ja ihre Sache. In den Matches ist sie immer ganz okay. Aber kommt halt leider, wie bei allen Diven-Matches, immer viel zu kurz. Mal schauen, ob das Match hier. Yo, Camel Clutch. Aber da ist Steffi natürlich sofort zur Stelle. Und erstmal Bitch Slap. Und Stephanie fliegt aus dem Ring, jawohl. Und Nikki geht ihr natürlich sofort hinterher. Die Bella Twins, oder ein Teil der Bella Twins, sagen wir so. Und bam, erstmal voll gegen die Treppe. Und Back Suplex, jawohl. Backdrop Driver fast schon. Und smasht ihren Kopf. Okay, solche Moves würdest du in der WWE heutzutage ja schon gar nicht mehr sehen bei den Diven. Das ist ja schon viel zu brutal. Aber Paige verfährt mit ihr wie mit einem Spielzeug. Und knack. Auf die hübsche Nase. Das Näschen. Und Stephanie übernimmt und
Paige ist aber schneller. Und schickt Stephanie wieder nach draußen. Und. Wow. Okay, das ist nur ein Chicken Wing. Und jetzt geht sie auf die Beine. Ja, das ist durchaus technisch sehr, sehr gut. Und Whippin und Stephanie geht daneben und Paige countert und nein, ich dachte schon Ansatz zum PTO, aber nicht so. Aber hebt sie aufs Top Rope, das ist nie gut. Back Suplex. Jawohl. Und wie schnell sie das macht und wie schnell. Und Bitch Slap und. Woo! Ric Flair Style und Cover. Der tödliche Job. One, das ist vorbei. Two, ach, schade. Das wäre ein lustiger Running Gag gewesen, wenn. Batsch. Stephanie ist eine ganz schöne Bitch. Muss man ihr ja mal lassen. Ich meine, ja, das war auch so ein bisschen ihr Charakter, aber trotzdem. Man muss es ja nicht gleich übertreiben. Was hat Paige vor? Yo, Rampage. Und direkt mit dem Cover. Geiler Move von Paige. Oder ne, nicht. Oder hieß der Move Rampage? Ich glaube. Oder Paige Turner? Na, Paige Turner hieß er. Und Stephanie versucht abzustauben. Und Paige. Zack. Snap Suplex. Und Nick, ja, für eine Sekunde dachte ich Ansatz zum Figure 4, warum auch immer sie den jetzt auspacken sollte. Noch ein Snap Suplex? Nein, nur ein normaler Suplex. Und Paige macht sich bereit für irgendeinen Move. Was möchte sie denn gegen Nick hier auspacken? Paige, zack. Ja, da. Okay, und Stephanie will abstauben. Und okay, Paige schaut einfach mal kurz nur zu. Kann man mal machen. Und Stephanie mit dem Pedigree vielleicht? Nein, packt sie noch nicht aus. Es wird nur ein Suplex, Vertical Suplex. Und Nikki ist ein bisschen down gerade. Die möchte sich, glaube ich, schnell mal rächen mit dem Bella Buster. Und der geht durch. Bella Buster. Und jetzt kommt Stephanie. Pedigree. Und das war's? Nee. Da war Nikki schneller. Komm, Pedigree. Okay, Spinebuster. Und das war's. Und Paige möchte abstauben, aber ich glaube, da hat Stephanie ein bisschen was dagegen. Ist nur so eine Vermutung. Aber das hätte es schon sein können. Und komm, Bitch Slap und Pedigree. Und das war's. Nein. Nur ein Snap mehr mit. Yo. Mit Neck Snap noch ein Bella Buster. Und nein, was bisschen Chaos, keiner kann seine Moves durchbringen, dann gibt's halt einen Back Suplex von Stephanie. Und Nikki möchte nochmal, aber wow, das wäre jetzt perfekt gewesen für den Pedigree. Und Stephanie weiß gerade nicht, was sie machen soll, aber oh, da kommt Paige und Snap Suplex. Und da sollte wieder so ein Elbow mitten ins Gesicht kommen, aber der geht daneben, Gott sei Dank. Und ist das einfach nur ein Mat Slam. Und Nikki macht sich schon wieder bereit. Aber ich glaube, Stephanie ist schon wieder schneller, ja. Die braucht einfach zu lange, die Frau. Die will zu viel Show machen. Stephanie, was hat sie vor? Gar nichts, weil Nikki countert. Und Paige weiß gerade auch nicht so ganz, was sie tun will. Okay, Whip in die Ringecke. Schon. Okay, nochmal so ein Back Suplex vom Top Rope. Ich glaube, das wird ein. Ja, noch ein Back Suplex vom Top Rope. Aber wie schnell Paige immer noch aufsteht. Ja, wie es so schön sagt. How can you stand? Okay. Schöner Kick und Back Suplex. Was für ein schneller. Ein Snap Back Suplex sozusagen. Aber ja, Paige. Paige hat noch zu wenig kassiert, finde ich. Yo! Und zack.
Wenn ich jetzt noch wüsste, wie der Move heißt, aber Paige will abstauben. One, ne, das. Oh. Und Paige, oh, PTO? Ne, einfach, oder? Was wird das denn für ein Move? Okay, Texas Cloverleaf, aber warum greift Nikki nicht ein? Bam, Atomic Drop. Sieht man auch schon selten den Move. Und Bella Buster Nummer 2 gegen Paige. Aber, naja, Nikki steht natürlich noch. Stephanie macht das nicht so schlau. Aber sie verteilt Bitch Slaps, als ob es gar nichts wäre. Was wird das jetzt? Oh, Chick Kick. Und Paige kann das ausnutzen. Kann man Nikki jetzt covers? Nee. Was will sie jetzt hochheben? Oder was ist denn das für ein krasses Diven-Match? Also die Divas haben echt mal Lust. Wenn man die loslässt, wenn man zeigt, was die drauf haben, dann packen sie auch mal einen Superplex aus. Nein, ne Frankensteiner. Und komm schon, Paige, jetzt ein Page-Turner. Oh, ein Sleeper-Hold. Das könnte es doch schon sein. Oder kann sich Nikki noch irgendwie befreien? Paige macht das technisch sehr gut. Oder greift Stephanie ein? Nein, sie befreit sich tatsächlich irgendwie. Aber knapp, sie wankt. Und wieder diese Rack-Attack. Knack. Und jetzt kommt Stephanie covered und das war's. Okay, der Schiri braucht zu lange. One, two. Wenn der Schiri jetzt nicht geschlafen hätte, hätte es das sein können. Und Stephanie ist sauer. Stephanie ist sauer, dass das jetzt nicht funktioniert hat. Komm schon. Und Paige. Yo, Fisherman Suplex. One, two. Und Nikki ist verwirrt. Nikki denkt sich nur, nee, die Bitch kann ruhig gewinnen. Okay, why not? Und hier dieser tödliche Job. Holy shit. Also sie haben sich echt gut gegeben. Das, man kann ja sagen von den Diven, was man will, aber das war besser als so manches Herrenmatch. Muss man sagen. Hier, was ist denn das hier für ein Highlight, sag mal. Ja, das ist diese Rampage. Ja, das wird dieser DDT von Paige. Und hier schauen wir uns mal kurz das Finish an, das war nämlich mehr als merkwürdig. Paige hier mit ihrem, ja, mit diesem Pittsburgh Plunge. One. Und Nikki steht einfach nur hinten und denkt sich, nee, jetzt habe ich keine Lust mehr, ich mag nicht mehr. Ich habe meinen Fingernagel abgebrochen. Und Paige gewinnt, natürlich. Wie kann ich nur gegen Paige tippen? Ja, ich bin ja eigentlich selbst schuld. Naja. Okay, ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss, arrivederci und goodbye.